Hey Leute, Mann, hier, willkommen zu einem weiteren Video zu Rocket League. Im Video heute würde ich mir gerne mal zwei Farben vom Luftschlag angucken. Luftschlag, natürlich eine stabile Torexplosion, sieht ganz cool aus, wenn sie trifft, zerstört das Autos in der Nähe. Und diese Torexplosion ist ja ab und zu im Shop. Und ich habe diese Torexplosion schon in vielen Farben gesehen, aber in zwei Farben noch nicht. Und zwar passenderweise in Schwarz und in Gold. Und deswegen werden wir uns heute Luftschlag in beiden Farben einmal angucken und entscheiden, welche Farbe davon am besten ist. Ich habe auch nachgeguckt, die Farben existieren. Ich gucke mir die mit Buckesmod an. Also ich müsste die mit Buckesmod jetzt sehen. Wenn ich die jetzt nicht sehe, dann trollt mich das Spiel einfach. Aber gut, dafür muss ich natürlich auch treffen. Das ist die Grundvoraussetzung für alles, logischerweise. Wenn ich nicht treffe, gehe ich nach 1 gegen 1. Da sehe ich das ja safe. Und falls ihr natürlich neu seid, ihr dürft schon mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und heute ist übrigens auch, oder gestern aus eurer Sicht, auf jeden Fall ist heute letzter Tag, wo ich auch die Star Wars gegen Stände holen könnt. Okay, mein Teammate hat einfach keinen Bock zu gewinnen. Oh, wait. Ah. Wieder 2 gegen 1. Ganz ehrlich, wenn ihr im 2 gegen 1 seid, zwei Sachen würde ich versuchen. Entweder den Ball absichtlich halt rüberhauen oder gegen Pfosten hauen, um halt den Gegner auszuspielen. Oder die andere Variante, den Ball halt mit Wucht irgendwo hinhauen, dass der Gegner den dann notfalls in die Mitte klären muss. Aber halt so dieses Dribbling, wo den Ball flach spielt, ist nicht the way. Mache ich auch noch ab und zu, aber ist wirklich nicht the way. Auch jetzt ist er den Sprung so interessant gemacht. Oh, let's go. Das ist golden. Es ist nicht gelb. Habe ich extra nochmal nachgeguckt, das ist ein Unterschied. Luftschlag in golden sieht anders aus. War halb schlecht. Ich sage nicht halb gut, weil halb schlecht ist passender. War halb schlecht. Cool. Ich habe schlechte Laune. So Farben wie Titanweiß und Rot und sowas. Das war ja schon mal im Shop. Das habe ich ja schon vor Urzeiten mal vorgestellt. Deswegen, ich glaube, wirklich am interessantesten ist es, sich das jetzt in Schwarz anzugucken und dann gleich nochmal in Gold. Teammate, willst du absichtlich verlieren? Was machst du da? Okay. In Schwarz. Eieiei, das war eine beschissen. Also der Anfang war beschissen. So, auch hier. Lol. Und wenn du eine gefärbte Torexplosion hast, dann zeigt Buckesmod nur die gefärbte Farbe und nicht der Standard. Hier auf meinem anderen Account, ich habe ja zwei Accounts. Auf meinem anderen Account habe ich Luftangriff in normal. Aber da bin ich halt Champion 1 oder was? Der geht. 3-3. Ich habe lange kein Kickoff-Tor mehr kassiert. Wo macht denn? Schade. Kommt interessant. Ich habe mir einen 100er Ping die ganze Zeit. Nur ist mein Hassergebnis, weil für so ein Video heißt es einfach, es ist im Grunde fast nichts Relevantes passiert, um daraus ein Video zu machen. Das Wichtigste ist natürlich die Tore. Was? Open net. Nice, sehr gut. Das wäre ein guter Name für AC Mailand-Fans, ne? Maximilan. Schießt. Oh, interessant, hat er Team mit dabei. Mitte? Nope. Hä? Okay, ich habe jetzt die Torexplosion nicht sehen können, diesen Game. Nope. Ja gut, dann machen wir noch ein Game. Vielleicht sehe ich die jetzt. Und dafür muss ich immer noch... Oh. Ah, ich mach den dann auch nicht. Schade. Hat der Team... Hä? Also.
Ja, nee, geben wir auf, aber... Geh mal kurz nach 1 gegen 1 Casual, damit ich zeigen kann, dass die Torexplosion grün ist, obwohl ich bei Buckismod golden eingestellt habe. Weil wenn ihr es bei Buckismod habt, dass die Torexplosion immer in einer Farbe ist, die ihr gar nicht eingestellt habt, das liegt daran, weil ihr eine Painted-Variante anhabt. Das wollte ich jetzt eigentlich zeigen in den letzten 12 Minuten. Da. Die ist Gold auf ein... Seit wann? Seit wann ist das so? Oh, da geht was. Da geht noch. Ist noch hot, ist noch hot, ist noch hot. Wieso ist der nicht kaputt? War ich nicht Topspeed? Oh no. Oh no. Oh no. Und... Oh. Da ist auch was drin. Aber da ist halt das Problem. Wenn Pablo da nicht hinterher chased, sondern weiß, okay, mein Teammate geht hin, ich positioniere mich in die Mitte, kann ich die nochmal touchen und passen in die Mitte spielen. Und dann wird das tatsächlich gefährlich, auch wenn er jetzt hier sieht, okay, mein Teammate hat den Ball, ich chase da mal nicht mit. Dann ist es wahrscheinlich auch eine gefährliche Situation. So hätte jetzt ein Tor für die Gegner sein müssen. Auch nicht. Wieder, wenn er mir den lässt, ich kann den wahrscheinlich mitnehmen und er hat dann einfach einen Nachschuss. Again, wenn er mir den einfach lässt, tausendmal gefährlicher. Ab und zu sehen, okay, mein Teammate geht jetzt zum Ball, ich rotiere weg. Daran ab und zu denken, wir würden hier 3-0 gewinnen. Teammate, Achtung, Achtung, Achtung. Wessen verlieren wir das jetzt? Wir sind natürlich jetzt noch abgestiegen. Game nach bin ich dann. Ich entweder getiltet oder zumindest mit einem Sieg, aber letzte Game. Nice. Lass mich den Ball doch kontrollieren. Mann, warum macht ihr das alle? Gegner führen. Wenn ich das richtig gesehen habe, mein Teammate hat einen Pass gespielt, ist aber selber committed zum Pass und jetzt kein Problem gemacht. Ich kriege aber auch keine Chancen oder Tore jetzt mehr. Und der kullert rein, ist mir egal. Ist mir so egal. Ist mir so egal. Ich wollte einfach jetzt einen reinmachen. Ja, das war ein gefährlicher Schuss mit gefühlt 0 km/h. Er hatte aber fast 40. Oh Junge. Selbst wenn mein Teammate den an der Wand giga-choked, ich muss ihn trotzdem haben. Okay. Pass. Er ist nicht da. Trotzdem. Wenn er sich da Ruhe lässt, den Ball kontrolliert, viel gefährlicher. Weil er konnte ihn einmal touchen. Und wenn er den einmal toucht, ist das viel schwerer zum Gegner einzuschätzen, was mit dem Ball passiert. Ich glaube, es gibt eine Verlängerung, ne? Das ist die 4. Verlängerung heute in 5 Spielen. Wieso geht jedes Spiel in die Verlängerung? Hat er Teammate? Hat er Teammate? Hat er Teammate nicht? Hat er Teammate nicht? Hat er Teammate? Das ist Luftangriff in Golden. Ich habe eine sehr gute Laune jetzt nach dieser Aufnahme. Die Spiele waren super. Wie findet ihr die Torexplosion in Golden? Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Ich habe richtig gute Laune. Super, bis dahin und ciao. We'll be right back.